Mein Name ist Matthias Degen. Ich darf Sie durch die nächsten 45 Minuten begleiten. Und es gibt einen kleinen Schock zu Beginn, denn wir möchten am Anfang einmal darüber reden, welche Herausforderungen wir haben. Wir stecken in einer Zeit der gefühlten Dauerkrise. Wir haben die Pandemie noch nicht ganz verarbeitet. Da kommen schon Ukraine-Krieg, Herausforderungen der Digitalisierung. Wir wissen manchmal nicht, wo uns der Kopf steht. Genau diese Herausforderungen werden natürlich auch in die Schulen getragen, werden natürlich auch in die Ausbildungsbetriebe getragen und in die Kitas, in alle Orte, an denen Bildung stattfindet. Mit diesen Herausforderungen umzugehen, das ist für Lehrkräfte eine besondere Herausforderung. Die Frage ist, wie bilden wir Schülerinnen und Schüler aus? Welche Kompetenzen müssen sie eigentlich haben, um künftig in einer sich stetig verändernden Welt klarzukommen? Das ist die Frage, die wir uns stellen, denn ein Beispiel nur, viele Berufe, davon kann man ausgehen, die die Schülerinnen und Schüler, die jetzt eingeschult werden, später einmal ausüben werden, die gibt es jetzt noch gar nicht. Wie soll also Schule darauf reagieren? Wie sollen wir uns vorbereiten? Das ist die entscheidende Frage, der wir uns jetzt hier stellen. Und ich begrüße hier eine sehr illustre Runde und freue mich sehr, dass wir alle beisammen bekommen haben. Zunächst einmal neben mir Professor Dr. Eftenakis, Bildungsvordenker, Chefredakteur und Ehrenpräsident des Didakta-Verbands der Bildungswirtschaft. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, Applaus zu Beginn ist immer gut, da kommen wir alle in Bewegung. Dann haben wir Christian Büttner, erster Vorsitzender des Bündnisses für Bildung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Neben ihm Christoph Kunz, Global Head of Vocational Education Training von Siemens Energy Global. Mensch, das muss ich erstmal hinkriegen auszusprechen. Herzlich willkommen. Und dann, da freue ich mich wirklich sehr, Marla Werl, sie ist Schülerin, 14 Jahre alt, vom Stromberg-Gymnasium in Waihingen an der Enns. Herzlich willkommen. Und ganz alleine wollte sie nicht kommen, da hat sie ihre Schulleiterin gefragt, ob sie mitkommt. Und das ist Katja Kranich, Schulleiterin des Stromberg-Gymnasiums in Waihingen an der Enns. Schön, dass Sie da sind. So, Frau Kranich, ich fange mal direkt mit Ihnen an. Wir sind so weit weg, nehmen Sie ruhig schon das Mikro, immer nah ranhalten. Wir sind in dieser Krise auf Krise, Dauerkrise. Die Frage ist, viele wissen schon außerhalb von Schulen nicht recht, wie sie damit umgehen sollen, aber wie erleben Sie, dass diese Krisen von Pandemie über Kriegszustand, Unsicherheitsgefühl auch in die Schule hineingetragen wird? Was macht das an Herausforderungen für Ihre Lehrkräfte? Also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass die Lehrkräfte wirklich über das Maß an Belastbarkeit, was zumutbar ist, hinaus sind. Und was, glaube ich, die Challenge ist im Moment, dass das System, das seither einigermaßen noch funktioniert hat, nicht mehr trägt. Also ich glaube, da sind sich die Lehrkräfte ziemlich einig. Die alten Strukturen, auf die man aufgebaut hat, die man erfüllt hat, als Formerfüller, sage ich mal, die wir Beamte ja auch sind, das funktioniert einfach nicht mehr, trägt nicht mehr. Und ich glaube, der erste Schritt ist diese Akzeptanz. Es gibt nicht, also dass man sich einfach gemeinsam dieser Challenge jetzt stellen muss, weil das alte, bewährte trägt nicht mehr. Das ist die aktuelle Challenge. Haben Sie ein Beispiel? Sie sagen, das System trägt nicht mehr, das alte, bewährte trägt nicht mehr. Haben Sie ein Beispiel, auch willkürlich rausgegriffen, was nicht mehr trägt? Das ganz normale, reguläre Unterrichtssetting beispielsweise, wenn man jetzt eine Unterstufenklasse nimmt, die mit 2 Jahren Grundschulzeit zu uns an die weiterführenden Schule kommen, mit den kurzen Konzentrationsspannen, mit 2 Jahren weniger, sag ich mal, Training im Sozialverhalten, die kann man nicht mehr so beschulen wie vor der Pandemie, zum Beispiel, ganz konkret. Da müssen wir uns was ganz Neues einfallen lassen. Also ganz schlicht, diese 45 Minuten Rhythmen, genau. 30 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse, immer in diesem gleichen Taktung, das passt nicht mehr, sagen Richtig. Sie. Ja? Dann direkt mal weitergefragt, Marla, wie ist es bei Ihnen? Sie erleben sowohl Schule in diesen natürlich noch Taktungen, Sie erleben aber auch, wie sich die Welt außerhalb der Schule verändert, wie sich Ihre Freizeit verändert. Wo ist der größte Bruch? Was ist anders zwischen dem, was Sie in der Schule erleben und was Sie außerhalb der Schule erleben?
Also ich denke, der größte Unterschied sind einfach diese starren Strukturen, in denen wir eben leben, wenn wir in der Schule sind. Dieser feste Lehrplan, diese festen auch Stundenstrukturen, 45-Minuten-Takte. Man sitzt dort, hat eine feste Rahmenbedingung und da geht man eben diesen Aufgaben, die einem gestellt werden, nach. Und in meiner Freizeit ist es eben so, dass ich mir ja frei meine Themen und meine Beschäftigungen aussuche und meinen Interessen nachgehen kann, in dem Rahmen, wie ich es eben für mich selber als gut erachte. Und ich denke, hier ist der größte Unterschied. Und noch in Bezug auf Krisen denke ich vor allem, dass hier der Unterschied zwischen Schule und Privatleben ist, dass in der Schule es einfach weiterläuft. Es geht weiter, egal was passiert. Der Ukraine-Krieg kam und die Schule ging weiter. Die Corona-Krise und die Schule hat trotzdem, so wie es eben ging, weitergemacht. Und es wurde nichts groß verändert, sondern egal welche Krise kommt, die Schule existiert. Und sie wird so weitergezogen, wie es eben schon immer war. Und in meinem Privatleben passe ich mich an und schaue, wie eben sich auch die Welt verändert. Und so verändert sich auch mein Leben. Also eine, ja, Applaus. Großartige Beschreibung. Eine Beschreibung, die zeigt, dass vor allen Dingen die Flexibilität ein großer Unterschied ist. Das schnelle Reagieren auf Veränderungen. Das, was Sie in Ihrer Freizeit erleben, wo ein System Schule im Moment noch in vielen Teilen an seine Grenzen kommt. Und Herr Kunz, wenn Sie sich auch gerade schon das Mikro nehmen, wenn Sie jetzt an Generation Z denken, anders als Generation Y, X, die wir noch mit waren, was macht dann Generation Z anders und fordert Generation Z auch anders ein? Ja, ich denke, die Generation Z, und das müssen wir im Bildungsbereich alle lernen, wir haben es gerade schon von der Mala gehört, noch näher ran. Andere Präferenzen. Und wir müssen uns in der Ausbildung massiv auf die jungen Leute mehr einstellen. Das heißt, Ausbildung wie vor 20 Jahren wird nicht mehr funktionieren. Didaktik, Pädagogik wie vor 20 Jahren wird nicht funktionieren. Ich sehe das ja auch in der Schule. Warum soll das System bei uns in der Ausbildung funktionieren, wenn es 10 Jahre vorher vom System her eigentlich nicht mehr richtig funktioniert? Und deshalb müssen wir uns verstehen, was ist für die jungen Leute wichtig. Wir müssen unser Ausbildungssystem anpassen und dann attraktiv werden für die jungen Leute. Und dann wird unser Ausbildungssystem in Deutschland wieder attraktiver. Wir haben das Problem, uns gehen die Azubis aus. Immer weniger wollen eine Ausbildung machen. Und Fachkräftemangel ist präsent. Knapp 900.000 Fachkräfte fehlen in Deutschland. Ja, und da haben wir versucht, unser System anzupassen, die jungen Leute zu verstehen und attraktiv zu sein für die Generation Z. Sie haben es also gemerkt, das Problem daran, dass einfach weniger gekommen sind, weniger Bewerberinnen und Bewerber oder auch an Abbrecherquoten. Also von der deutschen Demografie her, es gibt einfach weniger junge Menschen. Das ist einfach mal so. Der Fachkräftemarkt ist sehr, sehr schlecht momentan. Das heißt, die Bedarfe gehen nach oben, der Markt wird kleiner. Und dann haben wir den Akademisierungstrend, dass immer mehr junge Menschen in den akademischen Bereich wollen, was natürlich zusätzlich eine Herausforderung ist. Und deshalb müssen wir in der Ausbildung umdenken. Ich möchte als Siemens Energy Ausbildung attraktiv bei jungen Menschen sein. Ja, und dann müssen wir unser System anpassen. Ich kann nicht mehr so ausbilden wie vor 5 oder vor 10 Jahren. Und deshalb müssen wir die richtigen Stellschrauben drehen. Wir müssen den Prozess der Veränderung angehen. Wir müssen die Ausbilder mitnehmen. Wenn ein Ausbilder seit 20 Jahren ausbildet und ich sage ihm, du, ab morgen machen wir es anders, das ist schwierig. Das heißt, wir sind in einem Transformationsprozess. Veränderung findet statt. Andere Kompetenzen stehen im Mittelpunkt. Die Raumumgebungen, wo wir lernen, werden sich verändern. Das ganze Konzept, wie Ausbildung funktioniert, pädagogisch-didaktisch, wird sich verändern. Und da versuchen wir, vorne dabei zu sein, um am Markt attraktiv für die jungen Leute zu sein. Es ist am Ende also auch eine kulturelle Veränderung, wenn wir jahrelang versucht haben, Menschen an die Konzepte anzupassen oder an die Angebote anzupassen, müssen wir jetzt mal umdenken und Angebote an die Bedürfnisse derjenigen anzupassen, die kommen. Herr Büttner, wie kann es dann sein, wenn wir uns die Zahl angucken, die uns in den letzten Tagen, Wochen erschreckt hat, mehr als 50.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss? Wie erklären Sie sich das? Naja, wir haben ja gerade, als jetzt die drei Vorredner gesprochen haben, habe ich ganz viel Nicken gehört oder gesehen. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ja ein Umsetzungsproblem. Ja, und mir macht die Generation Z macht mir weniger Sorgen. Die 50.000, die Sie gerade angesprochen haben, ist für mich so die Generation Z minus. Das heißt, diejenigen, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, in den Ausbildungsmarkt zu kommen, weil sie die Kompetenzen nicht haben,
Und da steckt ja jedes Mal ein Schicksal dahinter, da steckt ein Mensch dahinter. Ja, man muss sich das mal überlegen. Wir leisten es uns, dass über 50.000 junge Menschen in eine Zukunft gehen, die ins Ungewisse geht. Ja, diese Sehnsucht nach einem besseren Leben eigentlich schon da, nicht unterstützt wird. Und auf der anderen Seite diskutieren wir über Fachkräftemangel, wir diskutieren über Zuwanderung. Wir sehen, dass Politik auf den Balkan fliegt, um dort Fachkräfte anzuwerben. Und auf der anderen Seite ist diese Zahl der Kinder und Jugendlichen da, die diese Kompetenzen nicht hat, um einen Schulabschluss zu machen. Diese Zahl war diese Woche. Nächste Woche ist die wieder vergessen. Anfang des Jahres haben wir über das Thema Lesen, Schreiben, Rechnen diskutiert, dass teilweise in Bundesländern 30-40% der Kinder und Jugendlichen unter dem Durchschnitt sind. Und da fällt für mich das Thema an, welche Kompetenzen wollen wir in Schule eigentlich vermitteln? Wie wollen wir die an die Schülerinnen und Schüler bringen? Und diese alte Weisheit, naja, da musst du halt durch, das hat ja mir auch nicht geschadet, das funktioniert einfach so nicht. Und deshalb aus meiner Sicht ist es eine Umsetzungsherausforderung, weil die Erkenntnis ist da. Wie erklären Sie sich denn diese Zahl? Wo sehen Sie die Ursachen dafür? Sie sagen zu Recht, wir können es uns nicht leisten, so viele zu verlieren auf der Strecke. Aber wo sehen Sie die Probleme? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, wie gehe ich mit Problemen um? Ne? Die Franzosen gehen bei Problemen auf die Straße. Ja, wir schauen diese Zahl in der Tagesschau und nächste Woche kommt die nächste Zahl und die Betroffenheit ist ja nicht da. Wenn ich keine Kinder habe, dann ist für mich das Thema Bildung erstmal egal. Ich merke das ja erst, wenn ich eigene Kinder habe und dann ist der schönste Satz, den sie nach 9 oder 10 Jahren Schule oder 12 Jahren Schule sagen, wir sind jetzt durch, wir haben es geschafft. Und ich glaube, das ist ein gesamtpolitisches Thema und gesamtgesellschaftliches Thema und nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Gesellschaft zu sagen, wir wollen gut ausgebildete Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, Professor Elftenakis wird auf das Thema eingehen, das fängt nicht in der Schule an, sondern das fängt in der Kita an. Und es geht um die Kompetenzen der Zukunft. Und es geht nicht nur darum, ChatGPT zu wissen oder Wikipedia zu finden, sondern es geht darum, international zu arbeiten. Es geht um die sogenannten Future Skills, das heißt, mit anderen zusammenzuarbeiten, problemorientiert zu denken, kreativ zu sein und auch resilient zu sein. Und diese Dinge kommen in Schule zu kurz. Den Applaus nehmen wir gerne mit. Die entscheidende Sache ist ja, Sie haben ja gerade gesagt, wir müssten eigentlich uns ein bisschen mehr von den Gelbwesten in Frankreich abschauen, vielleicht weniger radikal, aber doch irgendwie uns das mehr zu eigen machen. Dieses Thema auch in den Mittelpunkt zu rücken und nicht immer so als Mitlaufen zu akzeptieren. Das finde ich einen interessanten Punkt an der Stelle, Professor Elftenakis. Wo sehen Sie denn strukturell das Problem im Bildungssystem? Warum geraten wir an diesem Punkt, den wir gerade sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr praktisch beschrieben bekommen haben? Also, ist die Akustik okay? Nein. Also wir sind Zeugen des tiefgreifenden Wandels in der Gesellschaft und infolgedessen auch in den Institutionen, die wir in dem letzten Jahrhundert überhaupt erlebt haben. Und dieser Wandel bringt natürlich Herausforderungen mit sich, die auch an das Bildungssystem gerichtet werden. Die Situation im Bildungssystem läuft asynchron. Wir haben auf der einen Seite Schüler, die nie erlebt haben, wie eine nur analoge Welt funktioniert. Und wir haben auf der anderen Seite ein Bildungssystem, das immer noch den Prämissen der analogen Welt folgt. Und von da aus haben wir die wunderbare Spannung, dass das Bildungssystem, so wie es ist, die Bedürfnisse der Schüler gar nicht adressieren kann. Die Frage ist natürlich, wie kommt man heraus? Und aus meiner Sicht kommt man nicht heraus ohne eine tiefgreifende Reform des Bildungssystems selbst. Und die umfasst alle Aspekte. Die theoretische Grundlage, auf der wir aufgebaut haben. Die Prämissen überhaupt des Bildungssystems sind nicht mehr da. Das Bildungssystem hat auf den Prämissen aufgebaut eine kontinuierlich entwickelte Welt, die man prognostizieren kann. Die Stabilität war gegeben. Und heute haben wir eine Gesellschaft, die exakt das Gegenteil ist. Ich kann also dieses Bildungssystem mit seiner Struktur nicht mehr so transferieren, mit der Absicht,
dann die Bedürfnisse der jungen Schüler zu adressieren. Deshalb sind 5 Transformationen notwendig. Die theoretische Transformation, wie wir heute Bildung verstehen, das Lernen konzeptualisieren, ist völlig anders geworden. Wir hängen nicht mehr an der bloßen Wissensvermittlung, sondern wir stärken Kompetenzen und dies von Anfang an. Das Zweite ist natürlich, wie behandeln wir den Bildungsprozess? Wir haben in der Schule noch die veraltesten Ansätze, die didaktischen Ansätze, die fachlich überhaupt nicht mehr vertretbar sind. Vermittlungsansätze und ähnliches mehr. Moderne Bildung wendet Kokonstruktionsansätze, das heißt, die Fachkraft und das Kind konstruieren gemeinsam Bildung. Und das bringt Freude und Motivation für die Kinder mit sich. Der dritte Aspekt ist, wir brauchen ein genaues Tableau von Kompetenzen, die ausgearbeitet werden und noch dazu Implementationsstrategien für die Fachkräfte. Wie setze ich das konkret um? Und der vierte Punkt ist, wir brauchen neue Räume. Wenn moderne Bildungssysteme auf Kommunikation und Interaktion aufbauen, kann ich das nicht mit den Bänken in der Klasse tun. Das muss gründlich neu gedacht werden. Und natürlich die größte Herausforderung, wie verbinde ich die virtuelle mit der analogen Welt so, dass der Schüler mit Gewinn herauskommt. Denn heute bieten die neuen Technologien einmalige Chancen, um den Bildungsprozess zu erweitern und zu vertiefen. Und diese Chancen sollten wir unseren Kindern nicht vorenthalten. Dankeschön, Professor Eftenakis. Frau Kranich, wenn Sie diese Aspekte nehmen, und Sie machen ja schon einiges anders an Ihrer Schule, sonst wären Sie nicht hier. Nehmen wir mal den Gedanken der Resilienz. Resilient zu werden gegenüber den dauernden Veränderungen, gegenüber diesen Dauerkrisenzuständen. Wie versuchen Sie an Ihrer Schule etwas auszuprobieren, um Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte resilient zu machen für all diese dauernden Veränderungen? Also für mich persönlich bedeutet Resilienz für alle Beteiligten in erster Linie, sich nicht ohnmächtig zu fühlen, sondern selbstwirksam werden zu können. Das ist ja allgemeiner Forschungsstand auch. Und das heißt bei uns ganz konkret an der Schule, dass wir tatsächlich ko-konstruktiv, ko-kreativ Prozesse denken. Denn diese Lösung von oben oder die eine Lösung, ich sag dir es, wie es geht, die gibt es ja nicht mehr, sondern wir müssen auf Schwarmintelligenz setzen und aus allem irgendwie das Beste zusammentragen, damit es am Ende gut wird. Das kann nicht mehr einer alleine. Und wie gesagt, das kann auch nicht mehr top-down erfolgen. Und deshalb haben wir verschiedene Gremien geschaffen, verschiedene Partizipationsmöglichkeiten, wo Schüler und Lehrer gemeinsam konkret überlegen, was können wir hier vor Ort konkret wie gestalten. Und das ist agil und ergebnisoffen selbstverständlich und ist sehr Prozess, also der Fokus liegt auf der Prozessorientierung. Und dabei erfahren Schüler, dass sie sich einbringen können und dass ihre Gedanken und ihre Bedürfnisse dann sich im Prozess auch letztlich auf das Setting, auf das Lernsetting niederschlagen. Und dadurch erhoffe ich mir schon, dass Schüler mitnehmen, wenn ich mich einbringe, dann kann ich mitgestalten und wenn ich mitgestalte, finde ich mich dann auch in Strukturen wieder, die ich selbst mitgestaltet habe. Dafür gibt es viel Unterstützung. Nun ist Marla da und Sie bringen sich ja genau in diesen Prozessen. Sie sitzen ja nicht umsonst mit auf der Bühne. Beschreiben Sie doch bitte mal, an welchen Stellen Sie sich mit einbringen können und wie dann Frau Kranich damit umgeht, wäre dann die nächste Frage. Also an welchen Stellen können Sie Ihre Gedanken, Ihre Impulse in das, was Schule macht, bei Ihnen einbringen? Also jetzt mal abgesehen von der Basis, die jede Schule haben sollte, also SMV zum Beispiel oder eben die Schulkonferenz, wo Schüler eben teilhaben können,
haben wir an unserer Schule circa vor 1,5 Jahren einen sogenannten Bildungsgipfel veranstaltet. Das war ein Online-Austausch mit verschiedenen Schülern, Schulleitern, Bildungsinteressierten, Eltern. Alle durften kommen und alle waren eingeladen. Und dort haben wir uns eben 5 Vormittage über Bildung unterhalten, über eben verschiedene Themen. Und mit diesem Wissen und diesem Austausch, der dort stattgefunden hat, sind wir dann letztes Jahr im Oktober, nach Barcelona geflogen und sind dort ins Learn Life Center gegangen. Es ist eine Schule, die wir uns eben auch im Zuge des Bildungsgipfels eben genauer anschauen wollten, die eben Schule ganz anders macht. Man kann es fast gar nicht Schule nennen. Es ist nämlich eher ein Lernort als das, was wir unter klassischer Schule verstehen. Und von dort haben wir eben viel mitgenommen. Wir haben dort mit eben den Schülern bzw. eben den Lernenden selbst geredet und haben dort eben viel mitgenommen und versuchen das jetzt nach und nach an unserer Schule auch eben einfließen zu lassen und umzusetzen. Und hierfür haben wir dann eine Schulentwicklungsgruppe gegründet, die sich eben genau mit der Umsetzung und Erarbeitung dieser eben Prozesse und eben neuen Ideen eben befasst. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt in unserer ersten Sitzung über die Rhythmisierung des Schulalltages gesprochen. Über diese 45-Minuten-Takte, 6 Stunden, 9 Stunden täglich. Und haben uns überlegt, was gibt es hier für Alternativen. Und haben uns damit auseinandergesetzt und haben jetzt auch ein Konzept erarbeitet, was dann ab nächstem Jahr eben umgesetzt werden sollte. Ja. Großartig. Also wir merken, irgendwie sollten mehr Leute auf Maler und andere hören. Da sind nämlich die Kompetenzen, da sind die Ideen, da sind die Anforderungen, die es ans Schulsystem gibt. Und Sie haben die sehr anschaulich beschrieben, Herr Kunz. Sie erleben ja diese Anforderungen im Ausbildungskontext ganz genauso. Und Sie stellen da auch ja einiges auf den Kopf, weil es Ihre Auszubildenden einfordern. Was, wo, an welcher Stelle funktioniert dieses Aufbrechen von Rhythmisierung, von 45-Minuten-Takten, von klaren Anforderungsprofilen top-down. Wo funktioniert das am besten? Sie haben ja vorhin sogar von Starbucks-Unterricht gesprochen. Ja, unser Ansatz war auch 1,5 Jahre, sich mit den jungen Menschen zu beschäftigen. Also wie tickt die Generation Z? Das sind unsere Kunden, unsere Auszubildenden, die müssen wir verstehen. Die Kompetenzmodelle neu zu definieren, was sind die Anforderungen vom Geschäft? Welche Kompetenzen brauchen die jungen Menschen in Zukunft? Green Skills, die digitalen Kompetenzen, aber auch Fachmethoden, Sozialkompetenzen, Individualkompetenzen. Und der nächste Schritt war dann, das Ausbildungskonzept so zu schaffen, all die Strukturen aufzubrechen, zum Beispiel Lernortflexibilität. Wie Sie gerade gesagt haben, es gibt ja einen Grund, warum sitzen so viele junge Menschen bei Starbucks, arbeiten, lernen, schreiben ihre Arbeiten. Also irgendwas muss da ja sein, wo junge Menschen zum Lernen motiviert. Arbeitszeitflexibilität, dass man auch in der Ausbildung die Möglichkeit hat, in freien Projekten mit der Gruppe gemeinsam mit dem Team abzustimmen, wann wollen wir arbeiten, mal eine Stunde früher, eine Stunde später. Es geht darum, die Pädagogik, Didaktik den jungen Menschen anzupassen. Next Generation Learning. Die jungen Menschen lernen halt komplett anders wie vor 10 Jahren. Das muss man akzeptieren und wir müssen uns verändern. Wir wären nicht die Didaktik der letzten 10, 20 Jahren den jungen Menschen aufdrücken können. Das wird keinen Erfolg haben, da gibt es genügend Beispiele. Wir müssen die Didaktik und Pädagogik anpassen, um erfolgreich Wissen, Kompetenzen aufzubauen. Und dieses Zusammenspiel dieser Dinge ist unsere Erfahrung, wir machen das seit 3 Jahren, wir sind in dieser Learning-Transformation, wir verändern Ausbildungen in all unseren Trainingscentern, wir bilden 2000 junge Menschen aus. Ja, und wir sind erfolgreich damit, es funktioniert. Junge Leute haben Bock auf Lernen, sie haben Spaß am Lernen, wir merken eine Potenzialentfaltung. Und dann ist es für uns der richtige Weg, den wir gehen, um junge Menschen für Lernen zu begeistern. Sie sind aus der Schule, sie haben keinen Bock mehr auf Schule, sie sind ja, tot, was Lernen angeht. Und dieses Feuer wieder zu entfalten und zu entfachen, Lust auf Lernen haben. Wir reden von Lifelong Learning. Und junge Menschen mit 16, 17 sind durch mit Lernen, da passt es im System nicht. Und da ist es für mich ganz wichtig, Lernumgebungen zu schaffen, ja, um Spaß am Lernen zu entwickeln. Und der dritte Punkt, den haben die Vorredner gesagt, wenn ich 30 Leute in einen Schulraum reindrückt, wo sie sitzen wie in einer Legebatterie, das ist keine Atmosphäre, keine Umgebung, wo Lernen stattfinden kann.
Und deshalb ist auch wichtig, die Lernumgebungen so zu gestalten, dass Lernen überhaupt stattfinden kann. Also die Architektur als dritter Pädagoge neben dem Lehrenden und dem Lernenden ist ein großer Stellhebel für uns. Dankeschön. Professor Eftenakis, wenn Sie diese Beispiele mal als Best-Practice-Erfahrungen nehmen, wir haben zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal das Starbucks-Lernen, also das in ganz anderen Lernumgebungen, selbstgewählten Lernumgebungen, sich mit einem Projekt zu beschäftigen. Wir haben das, was Mahler beschrieben hat, nämlich das Einbringen ins Konzept, ins Schulkonzept. Ja, also wir haben sozusagen viele Ansätze und Erfahrungen, die dem widersprechen, wie Schule sonst aufgebaut ist, also Aufbrechen von 45-Minuten-Takt. Was davon ist aus Ihrer Sicht relativ kurzfristig erreichbar und wofür brauchen wir langen Atem? Also kurzfristig etwas zu erreichen bei diesen Bedingungen, bei dieser Politik, das halte ich für wenig wahrscheinlich. Aber mittelfristig wird das System so unter Druck geraten, dass es sich selbst nicht mehr halten kann. Das, was Frau Mahler-Wehr uns vorgetragen hat, ist ein Indiz dafür, dass die Schüler das System nicht mehr tragen. Und wenn die Schüler das System nicht mehr tragen, ist der Tod des Systems, ob man das will oder nicht. Aus meiner Perspektive müssen wir die neuen Ansätze, die wirklich eine moderne Bildung ausmachen, viel stärker integrieren. Ein Beispiel. Wir haben am Beispiel der Evaluation. Wir haben ja die Schüler evaluiert. Wir haben dabei zwei Strategien umgesetzt. Die summative und dann die formative. Man hat also irgendwann Daten aufgehoben und wir haben gesagt, das hilft nicht, bringt nichts. Wir werden den Prozess begleiten und das werden wir dann so organisieren, dass wir rechtzeitig dem Schüler die Hilfe zukommen lassen. Heute sind beide Aspekte nicht mehr tragbar. Warum? Weil sie das Kind und den Schüler zum Objekt gemacht haben. Heute ist der Schüler aus meiner Sicht ein selbstverständlicher Co-Konstrukteur dieses Geschehens. Und er muss sich einbringen als ein berechtigter Partner neben den Fachkräften und anderen, um gemeinsam diesen Prozess der Wissensgenerierung und vor allem der Sinnkonstruktion zu erreichen. Dabei brauchen wir neue didaktische Methoden. Ich habe selbst in den Plänen, die ich verantworte, die Co-Konstruktion eingeführt, weil sie die einzige momentan in der Welt ist, die wirklich diese Voraussetzungen erfüllt und weil sie auch nachweislich die höchste Bildungsqualität sichert. Diese neuen Ansätze müssen wir in das System. Zum Beispiel, das System ist völlig verschlossen, um neue pädagogische Modelle in den Alltag einzuführen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir in der Grundschule, spätestens sogar in dem Kindergarten, die Drohnen heranziehen, um modernen Bildungsprozess zu organisieren. Weil die Drohne eine wunderbare Gelegenheit bietet, um technisches Verständnis, kooperatives Verhalten, Lösungsproblematik, strategisches Denken und dann die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also wir haben hier eine Vielzahl von Ansätzen, die eine moderne Organisation von Bildungsprozessen ermöglichen. Das System kennt sie einfach nicht. Und hier sehe ich also eine konkrete Möglichkeit, dass die Kräfte von außen, und da zähle ich auch die Firmen, die Stiftungen und die Organisationen, diese aufnehmen und das System zwingen, diese zu akzeptieren. Nicht weniger als die Forderung, das System vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ich möchte Ihnen übrigens jetzt auch nochmal die Gelegenheit geben, Ihre Fragen an die Diskussionsteilnehmenden zu richten. Wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich, wenn ich mal sozusagen die Runde gucke, ganz deutlich, komme ich gleich zu Ihnen. Ich würde dann zu Ihnen kommen und bitte stellen Sie sich dann immer kurz vor, wenn ich Sie gerade nicht sehe, gerne auch mal kurz aufstehen und dann komme ich zu Ihnen. Ich gebe Ihnen gleich die Gelegenheit, aber erstmal Frau Kranich. Also vielen Dank für diese Worte. Man muss das System zwingen. Also ich denke, genau an dem Punkt sind wir. Aber zum Glück gibt es ja Konzepte. Also wir haben den Lernkompass 2030, der ist politisch committed. Wir haben den Nationalen Aktionsplan BNE, der ist politisch committed. Und Lernkompass heißt ja Kompass, dass man sich co-konstruktiv, co-kreativ darauf zubewegen kann.
Das heißt, die Lösungen sind eigentlich da, wohin die Reise gehen muss. Wir müssen nur noch tun und wir müssen es einfach beherzt tun. Und es gibt eine Sache, mit der kann man wirklich sofort anfangen, und das ist die Haltung. Ich kann auch in diesen Klassenzimmer werden wir, die Schulgebäude werden wir nicht von heute auf morgen ändern, aber ich kann meine Haltung ganz schnell ändern. Und die Haltung, das ist eines, glaube ich, der wirkmächtigsten Stellschrauben in unserem Bildungssystem. Wie begegnen wir unseren Schülern tagtäglich? Absolut. Dankeschön. Herr Bittner. Ja, ich würde es ganz gerne ergänzen. Ich meine, was bei Siemens passiert, ist ja eigentlich nichts anderes als die Antwort auf Heterogenität. Ja, ich gehe auf das, und vor allem in der Schule, das Thema Verantwortung. Ich beziehe die Menschen ein in den Prozess und dann übernehmen sie automatisch Verantwortung. Und das, ich bin in Nürnberg ja beim Institut für Pädagogik und Schulpsychologie für die Lehrerfortbildung verantwortlich. Und im Endeffekt ist es genau der gleiche Prozess. Wenn ich die Lehrkräfte mit einbeziehe in das, was braucht ihr, wo sind die Bedürfnisse, welche Kompetenzen braucht ihr, dann ist das ein Prozess, wo die Lehrkräfte auch mitgehen. Und der zweite Punkt ist natürlich, was hat uns denn Covid gezeigt? Wir haben gemerkt, dass jeder Lehrer unterschiedlich ist in seinem Lernpfad. Das heißt Heterogenität. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir uns endlich stellen müssen und stellen sollten, von Anfang an einfach alle Lernpartner mit einzubeziehen, um diesen Prozess nach vorne zu bringen. Und ich bin kein großer Freund von Revolutionen, weil die meistens ihre Kinder frisst. Aber ich glaube, dass dieser Transformationsprozess, dass der möglich ist und dass der dann auch die Rahmenbedingungen ändert. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir uns einfach mal klar machen müssen. Und ein Ansatz ist für mich das Thema der Prüfungsformate. In der Schule, wie verlaufen Prüfungen ab? Ich alleine werde geprüft unter Zeitdruck und danach am Ende ist eine Note. In der Universität, ich alleine werde geprüft unter Zeitdruck und ich bekomme eine Note. Und wie arbeite ich bei Siemens? Ich zusammen mit anderen erstelle ein Produkt und bringe meine Kompetenzen ein und das meistens sogar noch international. Das ändert, das ist eine kulturelle Änderung, das ist eine Frage der Haltung, wie Frau Kranich gesagt hat, das ist aber auch eine Änderung der Kultur. Wir haben jetzt auch Prüfungskultur gehört. Herr Kunz sagte ja auch im Vorgespräch, Sie haben zum Beispiel teilweise ja auch die Idee, teilweise gar keine Noten zu vergeben, sondern im Sinne von Stufen, die erreicht werden, weil sie in anderem Kontext genauso erlernt werden oder gekannt werden. Was sind das für Kontexte, aus denen Sie das ziehen? Akustisch, das Ziel, keine Noten zu machen, oder? Ja, ich sag mal, Noten ist ja, was ist eine Note? Das ist eine Momentaufnahme von einer individuellen Leistung beim bestimmten Lehrer im bestimmten Kontext. Und das zeigt ja genügend Beispiele im Schulleben. Man hat einen englischen Dreier, dann kommen 6 Wochen Sommerferien, auf einmal hat man einen Zweier oder einen Einser. In den 6 Wochen wird man nicht zum Englisch-Genie. Es hängt sehr viel vom Lehrer ab, wie ist die Lehrer-Schüler-Beziehung. Und ich glaube, da sind Noten schon mal gebrandmarkt. Und wenn junge Menschen mit Noten konfrontiert werden, dann ist vielleicht schon mal so eine ablehnende Haltung da. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht bei uns beim Recruiting, auf Noten legen wir gar keinen Wert beim Recruiting. Also wenn sich bei uns jemand bewirbt, Zeugnisse schauen wir gar nicht mehr an. Wir legen auf andere Dinge Wert, weil wir die Erfahrung haben seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren gute Noten, gute Ausbildung. Aber seit 10 Jahren geht die Schere auseinander. Gute Noten in der Schule, sage ich immer, ja, ist für mich ein Zeichen für Anpassungsfähigkeit und nicht für Intelligenz. Zitat von Herrn Dr. Hüther, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten. Und wir merken auch, Leute mit guten Noten sind nicht unbedingt die, die dann danach stark sind in der beruflichen Bildung oder im Unternehmen. Ich habe Leute, die kommen von der Mittelschule mit 3er, 4er Noten. Das sind die hochintelligenten, super Mitarbeiter. Warum? Nicht, weil wir Brainwash machen. Wir begegnen ihnen in anderen Lernumgebungen, andere Lernstrukturen, andere Didaktik, andere Pädagogik. Und die jungen Menschen können sich entfalten. Die werden verdammt gut. Und da sehe ich enorm viel Potenzial. Bin aber auch bei Ihnen. Thema Mindset, innere Haltung. Für mich das Erste, was wir verändern müssen. Und das ist auch ein Prozess. Also ich habe alle Ausbilder, versuche ich seit 3 Jahren mitzunehmen, anderes Mindset, um eben der Thematik anders gegenüberzustehen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, das Thema anzugehen. Leider machen wir die Erfahrung, Verzahnung, Schule, Wirtschaft funktioniert nicht. Ich habe seit 5 Jahren aufgegeben, bin seit 20 Jahren im Ausbildungsbereich tätig, habe immer versucht, über 16 Kultusministerien Kontakte aufzunehmen, erzählen, was brauchen wir in der Wirtschaft. 16 Systeme, wo alle unterschiedlich funktionieren.
ist eine zukunftsgerichtet. Das ist vergebene Liebesmühe. Deshalb sind wir auf dem Weg, wir richten unsere Ausbildung so aus, wie wir es brauchen. Und ich bin momentan gar nicht mehr bereit, viel in die Schulsysteme zu stecken. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen momentan. Ist leider so, aber ich habe die Zeit nicht. Es ist Geschwindigkeit gefragt in der Bildung. Und ich habe die Zeit nicht, so viel in Schulsysteme und Veränderungsprozesse reinzustecken. Wir probieren es seit 10 Jahren ohne Erfolg. Geschlossene Systeme, ne, wie Sie sagen. Eine Frage hat sie sich gerade erledigt, aber wenn Sie andere Fragen haben, jetzt bitte einmal kurz melden, dann komme ich zu Ihnen. Sonst einfach gleich nochmal kurz die Hand heben, aufstehen, auf die Bühne rennen, ich komme zu Ihnen. Wenn wir uns diese Herausforderungen anschauen und aber auch diese Erfolgsrezepte, diese experimentellen Erfolgsrezepte, die wir jetzt an verschiedenen Stellen gehört haben, wir haben jetzt sehr viel über die Bedürfnisse und Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden gesprochen. Professor Eftenakis, wir müssen ja auch in irgendeiner Form die Lehrkräfte in die Lage versetzen, sich mit den veränderten Situationen anders auseinanderzusetzen. Wir können sozusagen ja auch nicht erwarten, dass sich alles, Sie sagen, die Frage der Haltung, das Mindset zu ändern, ist das eine. Aber was können wir und müssen wir noch tun, um Lehrkräfte auch in dieser Situation besser zu unterstützen? Die Herausforderung, die Lehrkräfte heute zu bewältigen haben, besteht darin, dass das Kind, was heute im Kindergarten ist, seine Ausbildung nach 2040 beenden wird. Und die Aufgabe der Lehrkraft, der Fachkraft, ist es, dieses Kind auf diese Zeit angemessen vorzubereiten. Dafür eignen sich die Ausbildungssysteme, so wie wir sie haben, überhaupt nicht. Die sind nicht darauf ausgerichtet, die haben auch nicht mal die Vision, sondern die Ausbildungssysteme folgen dem Paradigma der Wissensvermittlung. Aber Wissensvermittlung ist nicht mehr das Thema. Das Wissen ändert sich alle 2-3 Jahre spätestens. Deshalb hat man empfohlen, und das ist auch der internationale Trend, dass man auf Kompetenzen setzt und dies von Anfang an. Und hier diskutieren wir gegenwärtig international, welche dieser Kompetenzen müssen heute gestärkt werden, damit das Kind nach 2040 seine Welt selbst aufbaut und mitverantwortet. Und darüber gibt es zahlreiche Konzepte. Ich kenne sie alle, weil wir daran arbeiten. Von Kanada, von Finnland, von USA, von die Asia Society hat eine Riesenarbeit auf diesem Gebiet geleistet. Sie sind in der Bundesrepublik, das kann ich mit gutem Wissen sagen, nicht mal in die Diskussion eingebracht worden, sondern wir neigen dazu zu handgestrickten Konzepten. Wir müssen diese Frage beantworten auf der Grundlage internationaler Reflexionen und des vorhandenen Wissens und nicht handgestrickt daran gehen. Das werde ich morgen in einem anderen Podium sagen. Hier haben wir so konkrete. Eine Kompetenz der Zukunft ist die Kreativität. Aber wenn ich das Bildungssystem betrachte, ist es eine Tötungsmaschine für Kreativität. Da ist der beste Ort, um die eigene Kreativität aufzuopfern. Wir brauchen ökonomische Kompetenz. Jeder von uns und jeden Tag trifft eine Menge ökonomische Entscheidungen. Das System ignoriert das. Und wir brauchen im Grunde genommen kritisches Denken. Wir brauchen Kooperationskompetenz, Kommunikationskompetenz. Wir brauchen Metakognition. Wir brauchen wirklich Kinder, die bereit sind, permanent zu lernen und nicht ein Wissen zu speichern. Diese Lernbereitschaft, die Motivation zum Lernen, all das ist bereits nicht nur kodifiziert, es ist ausgearbeitet, es liegt vor und es ist unsere Aufgabe, endlich davon Kenntnis zu nehmen und die Debatte in der Bundesrepublik auf ein höheres Niveau zu bringen. Dankeschön. Herr Wittner. Ja, Sie haben ja die Frage nach den Lehrkräften gestellt und ich glaube, wir lassen die Lehrkräfte einfach alleine. Ja? Das hat ja was mit Wertschätzung auch zu tun. Wir diskutieren seit einem halben Jahr über Lehrkräftemangel. Zumindest mal in der Öffentlichkeit. Vorher wusste jeder, dass Lehrkräftemangel ist. Das ist immer die Frage, warum werde ich nicht mehr Lehrer? Ich werde ja nicht mehr Lehrer, weil ich nicht mehr gerne unterrichten möchte. Das sind ja die Begleitumstände.
Weil Lehrer ist gleich Unterrichten, war früher. Mittlerweile ist Lehrer Sozialarbeiter und so weiter. Ja, und wenn was falsch läuft, dann stehen die Eltern mit dem Anwalt da. Also ich glaube, die Diskussion, die wir ja auch führen, ist die Arbeitsumgebung Schule und der Lernraum, der Sozialraum Schule. Und da gehört eben genau dieses hybride Umfeld dazu. Lernen ist ein sozialer Prozess, es ist ein individueller Prozess. Aber Lernen, die Schule ist ein Lebensraum. Kinder verbringen ein Drittel ihres Tages in der Schule. Lehrkräfte übrigens auch. Dann schauen Sie sich den Arbeitsplatz der Lehrkräfte mal an. Und das ist genau die Diskussion, die wir führen. Und zwar, ich glaube nicht, dass es ums Geld geht. Es geht nicht um die Gehälter. Klar, der Unterschied zwischen Grundschule und Gymnasium gehört angepasst, das ist das eine. Es geht aber tatsächlich um das Arbeitsumfeld. Und dieses Arbeitsumfeld ist eben nicht mehr in Schule Hausmeister, Sekretärin, Schulleiter, Lehrer, sondern das ist ein multiprofessionelles Zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und die Erkenntnis haben wir nicht. Oder andersrum, wir haben die Erkenntnis aber gleich 16 Mal und wir machen es dann in jedem Bundesland auch noch unterschiedlich, damit es auf jeden Fall jedem gerecht wird. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wir haben in Deutschland keine Vision von Schule, von Bildung. Und wenn Sie einen Kultusminister fragen, was ist Ihre Vision von gute Schule? Ich bin gespannt. Und wenn Sie einen Unternehmer oder einen Ausbildungsleiter fragen, was ist Ihre Vision von guter Ausbildung, dann wird er Ihnen das in 3-4 Sätzen sagen können. Und das ist genau das, was wir haben. Und als letzter Satz noch dazu, das Thema Leadership. Schulleitungen stärken. Schulleitungen stärken in ihrer Ausbildung, in ihrer Kompetenz, in dem, was sie können. Schulleiter sind keine Architekten, das sind keine Bauherren, das sind nicht... Ja, Schulleitungen sind pädagogisch verantwortlich und müssen schulisches Personal führen, aber nicht verwalten, verwalten, verwalten. Für Verwaltung habe ich bei mir im Institut eine Verwaltungsleitung. Die ist die Expertin für Budgets und die Finanzen. Ich nicht. Ich bin für das Gesamte verantwortlich. Und das ist in jedem Unternehmen so. Bei der Frage Schulleitung entlasten, hat Frau... Ja, den Applaus nehmen wir gerne mit, Frau Kranich. Da haben Sie nicht widersprochen, aber vorher haben Sie sehr kritisch geguckt. Ja, ich habe kritisch geschaut, es gibt keine Vision. Ich habe ja gesagt, der Lernkompass 2030 ist eine Vision und ich bin so froh, dass wenigstens eine Schülervertreterin hier jetzt auf dem Podium sitzt, weil es ist nämlich ganz bezeichnend, wenn man junge Menschen fragt, wahllos in Schule, wie stellst du dir Schule der Zukunft vor? Die können wirklich spontan, fast druckreif sagen, was sie sich wünschen. Und das ist für mich ein ganz klares Indiz, dass die Zeit überreif ist für Veränderungen. Also die Visionen sind in den Köpfen da. Sie sind auch gebündelt, zum Beispiel Lernkompass 2030. Und es bedarf hier und jetzt den Mut, dass wir einfach die Dinge anders gestalten und einfach losmarschieren. Denn auch wir haben in der Schule die Zeit nicht mehr. Irgendeiner von Ihnen beiden hat es gesagt. Der Druck ist so gewaltig und das Veränderungsbedürfnis so groß, dass wir hier und jetzt heute loslegen müssen, Dinge anders zu machen. Und es gibt zum Glück ja Konzepte, es gibt Unterstützer von außen, die einen da unterstützen. Und es liegt an uns, den Mut zu haben, sich auch über das System manchmal hinwegzusetzen. Das ist so die Idee, die ich im Moment habe. Also wahrscheinlich muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen, konzeptionell, perspektivisch zu arbeiten und aber auch nicht zu warten, bis alles da ist. Mahler, wenn Sie mal eine Vision entwerfen sollen und sich sagen sollen, welche Lehrkraft, welche Lehrerin, welcher Lehrer ist für Sie eine Person, da funktioniert es, die bringt das mit, was Sie für einen guten Lernprozess brauchen. Die ändert auch die Lernsituation. Was ist das für eine Lehrerin, für einen Lehrer? Was ist das für eine Lehrkraft, die Sie sich wünschen? Was muss die können? Also ich finde es schwer, da jetzt ein Idealbild zu zeichnen von einer Lehrerin oder einem Lehrer, wo ich sagen würde, der oder die ist perfekt so und der Unterricht... Mal abgesehen von der, die neben Ihnen sitzt. Nein, aber ich denke, dass es vor allem bei einer guten Übermittlung von Wissen und bei einer guten Zusammenarbeit eben darum geht, dass eben die Kompetenzen gefördert werden. Und da können eben Lehrkräfte stark anknüpfen. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Projekt bei uns, das heißt Deeper Learning. Und da wurde uns einfach die Möglichkeit gegeben, uns frei und kreativ auszuleben, selber ein Gesetz zu entwickeln, ohne jegliche Rahmenbedingungen, wie das Projekt dann auch präsentiert und eben weiteres eben werden soll, sondern es ist einfach
frei. Und ich denke, diese Kreativität, die da zum Beispiel Lehrer in diesem Projekt fördern, die schätze ich total, weil viele waren am Anfang total überfordert und saßen da und waren, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, können Sie mir noch mehr Anweisungen geben, haben Sie eine konkretere Aufgabenstellung? Und ich denke, genau das ist das Traurige und genau da müssen eben auch Lehrkräfte anknüpfen und sagen, ich gebe euch mal keine festen Rahmenbedingungen, sondern erarbeitet das mal so intensiv und eben ja, so wie ihr das eben möchtet und für sinnvoll und innovativ erachtet. Und ich denke, da ist einfach ein großer Aspekt eben diese Kreativität. Aber wie auch schon er genannt hat, ist eben auch diese Kollaboration total wichtig. Also, dass wir gemeinsam zusammen Dinge arbeiten und hier sich eben Klassenarbeiten im Vergleich zu Projektarbeiten eben deutlich schlecht, denn dort sitzt man alleine und kann eben seine Interessen und seine Talente zeigen, aber die decken eben nicht alle Bereiche ab. Gemeinsam ist man stark und gemeinsam kann man eben ein gutes Produkt erarbeiten. Jeder mit seinen Interessen, Fähigkeiten und eben Talenten. Und ich denke, das ist super wichtig, dass eben auch diese gemeinsame Arbeit eben gefördert wird. Vielen herzlichen Dank und ich sehe, da hinten ist der Applaus besonders groß und es wurde viel genickt und gelacht und unterstützt, immer wenn Sie gesprochen haben, Maler. Das heißt, Sie sind im Grunde als eine, die ja in dem Lernprozess ist, diejenige, die am sehr, sehr reflektiert hier auch als Beraterin all jener aufgetreten ist, die in diesen Prozess, diese Prozesse entwickeln. Und was klar geworden ist in dieser Runde ist, dass wir vor einer enormen Herausforderung nicht nur stehen, sondern schon mittendrin stecken, dass wir uns diese Herausforderung uns annehmen müssen und zwar mit Konzepten, die wir verändern, möglicherweise Bildungsansätze komplett auf den Kopf zu stellen, aber auch nicht so lange warten, sondern Bildungskultur, Lernkultur jetzt schon vor Ort zu ändern. Und ja, wir reden viel von Lerncoaching oder Lernbegleitung, Lernprozessen statt Lernkästchen und Lernstrukturen. Das ist vielleicht etwas, was wir aus dieser Runde mitnehmen können, dass es schon ganz viele Ansätze gibt, aber vielleicht auch den Mut und die Kultur, jetzt einfach loszulaufen und nicht zu warten, dass von oben irgendeine Lösung kommt. Insofern ganz herzlichen Dank für die Runde an alle, die hier auf diesem Podium waren, sich beteiligt haben, an alle, die jetzt hier auf der Messe waren, mitgedacht, mit applaudiert und unterstützt haben und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls hier aus der Runde mitnehmen in die eigenen Lern- und Lehrzusammenhänge. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese tolle Runde und wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag auf der Didakta. Ja. So, herzlichen Dank.